is I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep, wonder but my body won't decay. Cause my messages are trying to see the put them on display. I'll get a rap with the certainty I have a sense of God. Zwei 283 Spiele, 172 Tore und 43 Assists. Das sind Werte eines absoluten Top-Stürmers in Liga 2. Das Phänomen Simon Terodde und die zweite Liga. Simon Terodde, wie bereits gesagt, hat wahnsinnige Statistiken. Wenn man sich dazu aber das Ganze in der ersten Liga anschaut, mit 69 Spielen, 12 Tore und 2 Assists zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos, sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Das sind keine schlechten Statistiken, aber wenn man sich die zweite Liga anschaut, wo er mit Köln, Bochum, Stuttgart und Schalke und dem HSV fast jeden der Vereine im Alleingang in die erste Liga geschossen hat, Saisons mit 22 Toren, 25 Toren, 29 Toren sind keine Seltenheit bei ihm, jedoch alles in Liga 2. Das Phänomen Simon Terodde und sein größter Albtraum sind heute Thema dieses Videos. Um das Phänomen Simon Terodde jedoch ein bisschen zu verstehen, muss man das Ganze ein bisschen eingehen. Und ich habe mir ein paar Statistiken rausgesucht und ein paar wichtige Sachen rausgesucht, um das Ganze ein bisschen zu verstehen. Und das Traurige dabei ist, in diesem Video werden wir erklären, wie Simon Terodde in dieser Saison seinen Albtraum erleben kann, höchstwahrscheinlich sogar erleben wird, wie die jetzige Saison läuft. Wie gesagt, um das Ganze zu verstehen, habe ich mir jetzt mal drei Hauptsaisons rausgesucht. In diesen drei Hauptsaisons hat er 10 von seinen 12 Bundesliga-Toren geschossen und deswegen werde ich diese drei Hauptsaisons hauptsächlich ein bisschen rekapitulieren und wir werden mal versuchen zu gucken, ob wir das Phänomen Simon Terodde danach verstehen und warum er im Moment seinen Albtraum lebt. Um das Ganze zu verstehen, habe ich mir die Saisons 17-18, 19-20 und 22-23 rausgesucht. Das sind alles drei Bundesliga-Saisons und jede Saison hat so ein bisschen sein eigenes Ding, was das Phänomen Simon Terodde ein bisschen erklären soll. Wir werden reingehen mit der Saison 17-18, meine Damen und Herren. Hier sind wir Spieltag 1 bis 17. Er spielt beim VfB, er hat VfB gerade zum Zweitligameister mit 25 Toren geschossen. Simon Terodde ist 29 Jahre alt. Trainer hierbei ist Hannes Wolf. Und Hannes Wolf, muss man verstehen, ist ein Förderer von Simon Terodde. So sieht man auch in der zweiten Liga, hat er sich wohlgefühlt. Er hat Stuttgart im Alleingang in die erste Liga geschossen. Jetzt sind wir in der ersten Liga. Simon Terodde spielt in der ersten Liga beim VfB. Er macht 15 Spiele, schießt dabei 2 Tore. Von den 15 Spielen fängt er 8-mal an, da trifft er kein einziges Mal und die 2 Tore macht er ausgerechnet als Joker. Das ist natürlich dann für Hannes Wolf sehr, sehr schwierig. Man ist mit dem Stürmer, allgemein mit den Stürmern beim VfB zur Winterpause nicht zufrieden und da haben wir schon das allererste. Und ich finde so, wenn man so zurückblickt, ihr werdet es auch dann sehen, wenn man zurückblickt, die Saison 17-18, die Hinrunde ist entscheidend für Simon Terodde erst Liga-Karriere, wie ich finde. Denn hier hat er die Möglichkeit, unter einem absoluten Förderer, Hannes Wolf, Tore zu schießen. Er schafft es nicht zu liefern. Und zum Start der Rückrunde holt der VfB einfach Mario Gomez und lässt Terodde gehen. Terodde geht im Winter zu Köln. Jetzt ist er in der Rückrunde beim 1. FC Köln unter Trainer Rutenbeck. Er schießt für Köln in der Rückrunde 5 Tore, was eigentlich wirklich okay ist, denn Köln ist in der Rückrunde nicht stark und die werden auch absteigen. Aber ja, das ist dann wieder das Pech des Simon Terodde, dass er eben absteigt. 5 Tore für einen Absteiger sind okay. Wenn wir jetzt hier weiterschauen. Von den 15 Spielen für Köln in der Rückrunde spielt er 10-mal von Anfang an und der Abstieg ist, wie gesagt, sein Verhängnis. Er steigt mit dem 1. FC Köln ab, spielt dann in der 2. Bundesliga 33 Spiele, schießt 29 Tore und schießt Köln unter Trainer Anfang wieder in die erste Liga. Damit kommen wir zur nächsten Erstligasaison 1920. Man steigt auf, wie gesagt, er schießt den 1. FC Köln, es ist wirklich abartig. Er schießt den 1. FC Köln in 33 Spielen mit 29 Tore im Alleingang in die erste Liga. Er steigt mit Köln auf, wir haben die Saison 1920, Erstligasaison. Und es geht wieder los. Anfang ist nicht mehr Trainer, es ist Bayer Lorzer Trainer. Er macht unter Bayer Lorzer 4 Spiele von Anfang an.
Dann kommt am 18.11.2019 Gisdol. Er macht für Gisdol kein einziges Spiel von Anfang an. Zusätzlich macht er in 9 Spielen weniger als 10 Minuten. Das heißt, er kriegt immer nur Joker-Einsätze, hat gar kein Vertrauen, soll die Kohlen aus dem Feuer holen, wenn eigentlich schon alles verloren ist. Wenn man sich die Spiele auch mal anschaut, in denen er eingewechselt wird, oft ist schon Hopfen und Malz verloren und ich weiß gar nicht, wieso Trainer Gisdol ihn da überhaupt noch bringt. Es macht fast den Eindruck, als wenn er Simon Terodde wegekeln will. Zusätzlich, bevor wir die Saison zusammenfassen, soll noch erwähnt sein, er macht in der zweiten Liga beim 1. FC Köln 2444 Minuten Spielzeit und in der ersten Liga kommt er gerade mal auf 18 Minuten. Das ist Wahnsinn. Er hat also in der ersten Liga absolut gar kein Vertrauen. Unter Stuttgart hatte er das Vertrauen, da wurde es ihm zum Verhängnis, dass er einfach nur aus Joker getroffen hat. Unter Köln, Rückrunde, macht er die Tore, steigt aber dann dennoch ab, schießt Köln wieder hoch, die wechseln den Trainer. Er hat einfach kein Vertrauen, wird in Spiele eingewechselt, wo er gar nichts mehr reißen kann. Und ja, so ist seine Saison bisher. Ja, das Ganze endet dann natürlich mit einem Abgang in der Saison 2021, spielt er dann für den HSV. Den HSV schafft er nicht mit 22 Toren in die erste Liga zu schießen, wird trotzdem Torschützenkönig. Nächste Saison, gehen wir ganz kurz die Zweitligasaisons noch durch. Nächste Saison spielt er dann für Schalke, wird wieder Torschützenkönig, schießt Schalke in die erste Liga, wie soll es anders sein? Und damit kommen wir jetzt in die jetzige Saison, Freunde. Und die jetzige Saison... Der Anfang ist nicht schlecht. Gerade in der zweiten Liga hat er auch wieder Selbstverständlichkeit, egal welcher Trainer war. Gramotzes, Büskens, es ist egal, wer der Trainer war. Er trifft in der zweiten Liga, wie er will. Erste Liga, es fängt an unter Frank Kramer. Er hat das Vertrauen, er trifft zweimal. Und jetzt ist wieder Flaute. Er hat die ersten zweimal getroffen, seitdem hat er einige Spiele nicht getroffen. Und ich bin ehrlich zu euch, Simon Terodde ist jetzt 34 Jahre alt. Das könnte seine letzte erste Saison werden mit Schalke, denn Schalke steht im Moment zum Zeitpunkt der Aufnahme des Videos auf Tabellenplatz 18, ist im absoluten Abstiegskampf. Das ist der erste Albtraum des Simon Terodde. Dass er jetzt wieder absteigt und dass es seine letzte Chance ist, allen zu beweisen, dass er in der ersten Liga spielen kann. Und der zweite Albtraum ist der Trainerwechsel von Frank Kramer zu Thomas Reis. Im ersten Spiel, wo Thomas Reis gekommen ist, wer hat Thomas Reis zur Verfügung? Sebastian Polter. Wer hat unter Thomas Reis bei Bochum sehr, sehr viel dazu beigetragen, dass Bochum die Klasse gehalten hat? Sebastian Polter. Wer spielt im ersten Spiel unter Thomas Reis von Anfang an? Polter. Terodde auf der Bank als Kapitän. Im zweiten Spiel darf zwar Terodde anfangen, aber ich denke, dass ganz klar bei Thomas Reis Polter auf dem Laufe der Saison die Nummer 1 sein wird, wie bei Bochum. Und damit wird die Uhr des Simon Terodde, denke ich, nach dieser Saison abgelaufen sein und er wird das Phlegma in der ersten Liga nicht zu treffen, niemals loswerden. Was ich jetzt hier, kleine persönliche Note, was ich hier anbringen möchte, Simon Terodde ist ein absoluter Ehrenmann des Fußballs. Das möchte ich hier ganz klar sagen. Und ich bin der Meinung, hätte er zu manchen Zeiten in der ersten Liga ein bisschen mehr Vertrauen gehabt. Denn Simon Terodde ist für mich auch ein Kopfspieler. Hätte er ein bisschen mehr Vertrauen gehabt, wäre das Ganze anders gelaufen. Was haltet ihr von Simon Terodde? Lasst es mich jetzt in den Kommentaren wissen. Ich hoffe, er schafft die Kurve die Saison und wird noch allen beweisen, dass er auch ein Erstligastürmer ist. Danke fürs Zuschauen für dieses Video. Bis zum nächsten Video. Gerne das Video liken und gerne den Kanal abonnieren. Tschüss.